Nach dem Anime habe ich mich auch mal erkundigt, aber ne, dann wollte ich ja nicht gucken. Wie? Welchen? War das der Fox? Den Wolf? Ja. Ich hab nichts mehr, was ist hier los? Die komische Tusse mit Wolfsohren. Ich hab nichts mehr. Ich brauche mehr, ich hab nichts. Die dann mit dem Händlertypen da so Need for Speed für Arme macht. Ja, genau. Das macht's. Ja, hab ich gesehen. Ja, nicht sie. Da hab ich gesehen. Ich hab den auch noch nicht seine geguckt, ich muss noch die letzten Folgen sehen. Deutscher Untertitel hab ich direkt gesagt, nö. Deutscher Untertitel ist no way for me. Wer weiß, wie der Anime heißt, schreibt's in die Kommentare. Genau, wir haben es immer mit Animes übrigens. Ja, also seit 2014 habe ich so mit Animes und dann ist das so. Ich habe jetzt schon wie viel 100? Über 100 auf jeden Fall geguckt. Ihr könnt ja mal gucken, My Anime List. Und dann einfach unseren Namen. Nee, bei mir nicht. Marcells Namen nicht, ne? Bei mir nicht. Marcel heißt da anders als sonst. Bei mir heißt einfach der Cake und dann guckt er in meine Freundeliste, da ist er drin. Ja, oder so. Da kann man sehen, was ich alles geguckt habe. Das ist übertrieben. So, wie machen wir denn jetzt weiter? Ich hab nichts mehr. Da haben wir noch was geguckt. Nee! Also, ich hab nichts mehr. Alles gebaut. Wir können ja aus Netherwarzenblöcken was bauen. Ja, nee, wir haben da jetzt schon mit Geogit angefangen, dann machen wir Geogit weiter. Ich dachte mir so, dass wir hier unten dann nach dem Tunnel fällt mit was anderes. Ja, klar, aber das ist weit sind wir ja noch gar nicht. Das ist so weit sind wir noch überhaupt nicht. Warte mal, jetzt lass mich mal gucken, wir waren doch gerade eben schon fast fertig. Nee. Also ich hab da noch so Lücken im Gang. Ach so, die Lücken meinst du, die werden mir fast ja, nicht Lücken. Aufgefallen. Also. Das mehr, ich hab nichts mehr, ich hab nur noch einen Diorit. So Lücken sind Tücken. Das ja. Ist so lückenhaft. Da ist wieder in der Matrix. Was? Ich hab auch nichts mehr, nee. Scheiße. Das ist Scheißendreck, da müssen wir mal gucken. Ah! Achso, warte, da ist meine Wollte ich mich kurz im Gesicht kratzen, wollte weiter runtergehen, hab die Maus verzogen. Und dann wäre ich jetzt fast runtergefallen. Ich hab mal meinen Dulinator rausgeholt. Ja, da müssen wir noch ein bisschen anschaffen gehen von Diorit und so. Dann fahr ich mal zurück. Ja, auf jeden Fall haben halt Marcel und ich das mit Animes jetzt auf einmal. Marcel hat mich angesteckt. Vorher habe ich nur Dragon Ball geguckt. Ne, Digimon hat mich angesteckt. Ne, meine Ausbildung hat mich angesteckt. Hätte ich von der Ausbildung nicht angefangen, hätte ich auch keine Animes geguckt. So könnte man das sagen. Hier ist ja. Aber hätte ich auch keine Ausbildung angefangen, dann würde ich jetzt keine Ausbildung machen und würde vielleicht mehr Videos machen, aber hätte dafür kein Geld für das Zeug. So wie ich, ne? Ja. Dann wärst du so einer wie ich. Nee, das ist nicht gut. Dann würde ich jetzt vielleicht als Maschinenanlagenführer in irgendeinem Metallbetrieb arbeiten, wo ich gar keinen Bock drauf habe. Jetzt ist er Maschinenanlagenführer irgendwo anders. Nee, kein Maschinenanlagenführer. Ja gut, ich bediene schon Maschinen, aber Maschinenanlagenführer gibt es zwar in dem Beruf auch, aber das ist dann... Was sind das so für Maschinen? So Höllenmaschinen sind das? Ja, genau. Boah, geil, Alter. Oh, Scheiße. Oh, nee, ey. Nee, jetzt kommen wir mal wieder runter. Ich weiß nicht, ich habe gerade gute Laune. Die tun die Astrallinie verändern. Meine gute Laune? Wenn wir mal bei Anime-Thema bleiben wollen, hä? Meine gute Laune? Nee, die Maschinen. Oh, da machen wir aber richtig Charakter. Ja. Ja, das Ding ist halt, Marcel war jetzt Marcel war ja eine Woche nicht da, ne? Genau. Und in dieser Woche hatte ich niemanden, mit dem ich reden kann über Animes, weil einfach Marcel der einzigste Mensch ist, mit dem ich über Animes reden kann. Und ja, da staut sich sowas an, kann man sagen, und dann muss das halt da rauchen, das muss halt dann rauchen. Das hört sich jetzt sehr falsch an, kann man sagen. Da hat sich so ein Ärger angestaut, der muss halt irgendwann mal abgelassen werden. Da hat sich natürlich so ein gewisser Ärger angestaut über die Zeit. Wie oft sind sie am Ficken im Jahr? Was? Oder Ficken besser. Oh, dö.
Allahu Akbar. Jetzt darfst du sowieso nicht mehr monetarisieren. Jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Jetzt habe ich hier, hier islamistische Äußerungen gemacht. Das, Nein, wir machen doch hier keine islamistischen Äußerungen. Alles, was hier gesagt wird, dient zur Unterhaltung, ist Spaß. Nein, Kevin, das ist nicht islamistisch, das sind terroristische Aussagen, wenn du denn schon überhaupt. Ja, gut, nee, dann auch nicht. Ich muss ja sagen wir, weil wir sind hier zu zweit. Wir unterstützen keinerlei terroristischen Dingsbums hier. Soll ich sagen, keine terroristischen Aktivitäten und auch sonst nichts. Muss man ja immer wieder dazu sagen. So, Mob Drops. Ach nee, Gastränen gehören ja in Braun. Ja, ich hab Diorit und so, ich baue das nämlich gerade ab, ne? Nur mal so. Diorit. Und anders. Das Weiße und das Rote. Das Nein. Graue brauchen wir nicht, das ist eigentlich wurscht. Das gefällt mir sowieso nicht so, das ist einfach nur ein veränderter Stein, weißt du, kann ich auch hier glaube ich gleich Stein reinmachen, ist genauso. So. Na, muss man ja immer mal dazu sagen, dass hier alles geklärt ist, nicht, dass hier irgendwelche Leute denken, oh ja, hier der Kekif, der macht da richtig Harakesh. Ja. Oh, warum geht denn das jetzt nicht? Wieso ändert er denn immer meine Tastenbelegung? Das soll es doch mal in Ruhe lassen. Rezepte G, Verwendung H, Tab, fertig, zurück zum Spiel. G, Slimeblöcke, so, dann craften wir mal die Slimeblöcke zusammen. Dann haben wir wieder einen Slot frei in der Kiste hier. Gut, schön, finde ich gut. Gucken wir mal, wo Marcel ist. Bist du unten im Abbaukeller? Ja. Andere Raum gibt's nicht mit so viel Zeug. Aber hier ist alles offen. Wartet darauf abzubauen zu werden. Alles offen. Die Grenzen sind offen. Ja. Können wir ja mal den Shutter wieder reinmachen. Machen wir nicht, hier haben wir noch was. Ich hoffe, du stürzt jetzt nichts mehr ab. Muss man immer so ein bisschen aufpassen mit Minecraft, ne? Ah, wunderschön. Ein bisschen Loch. Ja, ja. Wieso ich scheiße? Ist ja auch endlich die Höllenmaschinenverlosung, da können wir dann auch wieder fett abstauben. Ich habe ja schon mal gesagt, wenn ich die Höllenmaschine gewinne, dann mache ich VR-Videos. Dann mache ich sogar extra Kamera und so, dann mache ich richtig krass Sachen. Das macht er dann? Ja, ja. Das ist das ein Versprechen? Ja, ja. Gut, dann musst du das aber dann auch einhalten. Also wenn der Fall der Fälle eintritt. Ja klar, hört sich das an. Meinst du, wie viel Tausend machen damit? Ach, die Chance ist höher als im Lotto zu gewinnen. Ja, immerhin. Wir müssten hier noch ein Beacon mit Ding aufstellen, ey. Ja, das wäre schön. Mit Eile 2. Dann haust du alles kaputt. Mit Effizienz 5 dann noch. Lava. Hier ist Lava, da will ich nicht weitermachen. Mr. Lava. Warum ist da Lava-Mann? Der Lava-Mann. Hier sind wir. Hier kommt der Lava-Mann. Ich muss meine Spitzhacke bald mal wieder reparieren. Repariert die sich nicht von alleine? Es gibt kein EP, das die repariert könnte. Und wir können EP mit Blöcke abbauen. Ein bisschen übertrieben. Ja, wir haben ja zum Glück noch unsere Maschine, die produziert. Okay, doch nicht.
Nicht schlecht provoziert. Die provoziert die Monster und dann kriegen wir da EP. Ja, ja. So, hier haben wir noch. Ja, das 1.11 Update habe ich mir auch mal angeguckt. Marcel hat sich's mehr angeguckt als ich, das 1.11 Update. Ich hab mir 3 Videos dazu angeguckt. Innerhalb von 4 Wochen. Also, ja. Viel ist da nicht passiert. Moment. Ich denke mal eher wieder so, dass das mal wieder ein Scheiß wird. Ja. Da machen sie jetzt ein Bugfix-Update und dann hauen sie das Bugfix-Update raus. Und dann ein paar Wochen später hauen sie dann wieder ein Update raus, wo dann wieder neue Sachen hinzugefügt werden. Ja, und wieder neue Bugs, dann können sie irgendwann wieder ein Bugfix-Update machen. Dass man sich einmal hinsetzt. Weißt du, die haben ja jetzt halt auch von allen Brettersorten jetzt hat ja die Farben gemacht, ne? Also Zäune, Türen und so weiter. Aber keine Bücherregale. Ich warte auf den Tag, an dem endlich das Update kommt, wann es verschiedene Bücherregale gibt. Ja, zu lange warten. Und an diesem Tag werde ich sagen, warum haben sie das nicht schon in der 1.8 hinzugefügt? Ja, das... Beziehungsweise in der 1.2.4, wo sie die Brettersorten generell eingeführt haben. Ich bräuchte mal eine Fackel. Kann ich die hier so in der Hand nehmen? Na, das ist okay. Oh, das gefällt der Framerate gar nicht, wenn ich die Fackel in der Hand halte. Warum ist denn jetzt auf einmal hier so viel? Erst ist gar nichts da und jetzt ist hier nur noch. Bei mir ist auch alles nur noch voller Granit. Ja, weil das Rote, das brauchen wir jetzt am meisten. Ein Zombie. Ein Zombie? Hm. Ein Zombo-Rombo-Staubsauger. Das ist noch kein Staub. Aber auch immer da, wo kein Staub. Rombo-Sack. Nein, das hab ich nicht. Schon wieder beim Thema Anime waren vorhin, ne? Da kann ich auch wieder gleich was erzählen. Ne? Erzähl mal. Der Yandere Simulator hat ja jetzt halt ein Update bekommen. Ne? Ja, was kann man da jetzt? Und da kannst du jetzt halt Anime gucken. Da ist jetzt so eine Art Dating Simulator eingebaut. Da kannst du jetzt Kokona dazu bringen, sich in irgendeinen anderen Typen zu verlieren. Ach. Also ist der Sinn des Spiels jetzt entfernt worden? Oder was? Nee, weil die will ja was von deinem Typen. Ach so, ja gut, okay, dann. Den übrigens niemand mag. Irgendwie mag den niemand. Es geht eigentlich darum, den Typen zu mögen, aber den mag irgendwie niemand. Nicht mal sie selbst. Die Olle wahrscheinlich schon. Ich mag schon. Den nicht. Aber ich muss ihn lieben. Ich lieb ihn, aber ich mag ihn nicht. Was? Ich baue mal ein bisschen Redstone ab, um meine Spitzhacke wieder aufzuladen. Ich finde die Grafik von dem Spiel super, aber das Setting ist scheiße. Ich sollte vielleicht meine Rüstung ausziehen, ne? Ich hoffe, die fixen den Bug noch. Was? Achso, ja. Hä? Das ist ein Bug, das ist kein Bug. Wenn deine Rüstung voll aufgelevelt ist, werden trotzdem die EP, die du aufsammelst, auf die Rüstung verteilt. Weil wenn ich nämlich die Rüstung nicht anhab, dann wird meine Spitzhacke immer repariert. Und wenn ich sie anhab, dann nicht immer. Obwohl die Rüstung ja voll ist. Das hat aber auch der Spark of Phoenix schon mal in irgendeinem... Es nimmt kein Ende. In irgendeinem Video gesagt. In irgendeinem... Immer noch im gleichen... Irgendein. Was für ein Ding? Was? Ich jetzt schon abgebaut hab hier. Ja, ich baue hier... Also ich hoffe, es war ein Update und nicht irgendein Mod oder so. Gibt's auch Leute, die hauen sich da zigtausend Mods rein. Was? Im Yandere-Simulator. Achso. Ja, auf dem Setting da kann man so viel machen. Aber das, ja, dieses Spiel... Die sollen mal ein Love-Life-Spiel machen. Gibt's ja nicht. Ja, nicht sowas, was du da jetzt hast. Nein, das ist was anderes. Es gibt so ein Spiel.
was du meinst. So ein Storyspiel? Ja, so mehr oder weniger. Ich sollte Spieleentwickler werden. Ich würde dann allem irgendwie ein Spiel machen.